Ich denke, in einer Demokratie ist soziales Engagement eine Selbstverständlichkeit. Die Verfassungsmedaille in Gold ist die höchste Auszeichnung, die der Bayerische Landtag vergeben kann. Sie ist sehr selten, ist ganze 364 Mal verliehen worden seit 1961. Und das ist für mich eine große Ehre. Ich bin ja kein Mitglied des Landtags. Mir geht es darum, die Leistung von einzelnen Persönlichkeiten, die extrem wichtig sind für unser Land, für das Zusammenleben in unserem Land, auch auszuzeichnen, sichtbar zu machen und genau darzustellen, dass wir nur von den Einzelleistungen auch in der Summe profitieren können für unser Gemeinwesen. Für mich war immer besonders, dass ich mein Engagement, mein Hobby, nämlich für andere da zu sein, zum Beruf machen konnte. Das war für mich immer ein Privileg. Insofern ist es heute ein Teil meines Lebens, ein großer Teil und eine große Ehre. Die Bayerische Verfassung ist die Grundlage dafür, dass Gemeinschaftsleben, das Wohlergehen eines Staates möglich ist. Und ein glückliches Leben kann man eben nur zusammenführen. Und deswegen braucht man eine gemeinschaftliche Grundlage, auf die sich alle verständigen können und auf die sich alle beziehen können.